einen kurzen Cut gemacht. So, und dann geht's gleich weiter in die Schlacht. Zum Schnitzel. Großer Heiltrank, ja, den nehmen wir mal mit. Den können wir sicherlich gebrauchen. Links, rechts rum. Schauen wir mal rechts rum. Ja, die dicke Bertha. So, kipp um. Gudi, gudi, gudi. Es ist nicht rechtens, dass diese Menschen hier gefangen sind. Tja. Dumm gelaufen, würde ich jetzt mal sagen. Och nee, das ist schon wieder so übermäßig groß. 10.000 Seitengänge. So, du da noch? Kleiner Pisser. So, jetzt erstmal wieder einsammeln. Rauf. Dann würde ich mal sagen, laufen wir jetzt erstmal hier unten lang. Wir entfernen uns nämlich schon wie sonst wieder zu weit von dem eigentlichen Tatort. Ne? So, hier noch eine Drohne. Was haben wir da oben? Seht ihr den Feind da drüben? Okay. Kokolores. Was für eine monströse Kreatur. So, tada. Dann haben wir es jetzt hier oben auch. Dann hier runter, hier rüber. Mann, nervt's nicht. Okay, ich hoffe, dass das hier oben bloß ein einfacher Weg ist. Schaut gut aus. So. Du nicht. Du nicht. So. Das da, das da. Sehr schön. Viele Männer starben, während wir das obere Bollwerk hielten. Wir können nicht an allen Orten gleichzeitig sein. Ich weiß doch, ich frage mich. Haben Sie auf Verstärkung gewartet, die nie eingetroffen ist? Da unten. Es wird zwar wieder so ein Ausläufer sein, aber das schaut wieder. Oh. Der Hauptmann war heute in schlechter Stimmung. Ein Bote ist mitten in der Nacht gekommen. Irgendetwas wissen Sie, was Sie uns nicht erzählen. Vielleicht war es ein größerer Fehler, herzukommen, als ich dachte. Mhm. Sehen wir dann. So, was haben wir hier noch? Das wird interessant. So, jetzt wird's mal richtig interessant. Lauter blaue Heimhandel. So. Drei sind schon mal weg.
So, wieder einer weg. Das war's mit dem Bläulichen. Okay. Trotzdem erstmal einsammeln. So viel Zeit muss sein. Dann würde ich mal sagen, geh mal hier rum. Waffenständer. Eine Hacke. Und ein Speer. Ja, Zweihand. Scheiße. Wäre jetzt nicht so verkehrt. Barrikade nervt. So. Habt ihr schon Angst? So, du Arschloch. Haust du nicht ab. Du auch nicht. Komm, stehen bleiben. Bra. So, den Dicken hier noch. So, dala. Ich würde mal sagen, dann laufen wir mal hier runter. Wobei, wait. Ich möchte doch erstmal hier drüben schauen. So. Ey! Kotz dich aus. Tschüss. Okay. So, den umnieten. Er muss derjenige sein, der die Notfeuer angezündet hat. Ja. Helft mir, die Rekruten zu befreien, damit sie die Katapulte hochziehen können. Hier drüben. Mach ich, Chef. Aber erstmal das Gold einsammeln. Exzellent. Lasst uns die Rekruten beschützen, während sie das Katapult hochziehen. Dachte mir schon jetzt hier so, wo bleibt die jetzt? So, den dann noch. Ja komm, jetzt macht's halt die Viecher hier fertig. Ach, Mann. So, du da. Du lässt auch die Finger weg. So wie du da. Wer hat das heute noch, was? Mensch, Meier. Mann, beeilt euch endlich mal. Na endlich. So. Das heißt so viel wie hier oben erstmal checken. Darüber. Wir werden alle sterben. Bei allem, was heilig ist. Seht ihr den Feind da drüben? Wir haben es geschafft. So.
Wo ist denn das nächste Katapult? Hier geblieben, der Pisser. Teufelsamboss, das klingt ja mal nice. Rambok klingt auch nice. Alter Schwede, was machen wir denn da alles jetzt? So. Gut. Da, Großfeld. Waffenständer. So, mal kurz ab Lucky Lucky machen. Da ist noch ein Katapult. Dann würde ich jetzt fast sagen, checken wir mal kurz hier hinten die ganzen Ausläufer. Okay, diesen Ausläufer nicht. Aber somit haben wir den auch aufgedeckt. Da fehlt bloß noch der da unten. So. Gut, das war's auch schon. Gut, hoch zum Katapult. Da, rauf. Waffenständer. So, was haben wir denn hier noch Schickes? Zum Abschalachten. Ich würde 1000 Tode sterben und die Späher berichten, dass jeden Augenblick mehr dieser verdammten dämonischen Höllenbringer hier eintreffen werden. Die Soldaten müssen geschützt werden. Die Plattform wird schneller aufsteigen, wenn wir keine Männer verlieren. Es klingt logisch. Ja, siehst du, die sind schon etwas fixer jetzt. Die sind wesentlich fixer. So. Halt, lässt du die Finger drauf von dem? Yeah, das macht Spaß jetzt. Einfach immer mitten in die Fresse rein, ohne Rücksicht auf Verluste. So, jetzt reicht's mir aber mit dir. So, der erste weg. So. Des Drecks Viech zum Sturz bringen. Jetzt den da noch. So. Ist das Katapult schon? Ja, okay. Mein Gepäck ist voll. Das Katapult ist oben. Jetzt dürfen wir trotzdem wieder zum Verkaufen, Tiger. Das da kurz. Oh, da haben wir so einen Templer. Templer 41 Intelligenz. Jeder Templer fügt neuen Leben hinzu. Hm. Ja, nee. Vergehen wir erstmal verkaufen. So viel Zeit muss sein. Bisschen Ruhe jetzt. Was hast du denn da? Tag 9. Der junge Kommandant Calderos glaubt, dass die dämonische Geißel vor einer Darbietung rechtschaffener Stärke die Flucht ergreifen wird. Er hat vor, morgen einen Angriff von unseren Befestigungen auszuführen. Calderos kann gerne diesen Selbstmord durch Dummheit begehen, aber ich will verdammt sein, wenn ich meine Jungs mit ihm ziehen lasse. Dann sei verdammt. Gut. Wieder alles im Lot. Und ab. Weiter in die Schlacht. Jetzt
Jetzt können wir den ganzen Kram hier wenigstens wieder ein. So und so. Gut, wieder ein Katapult mehr. Eins brauchen wir noch. Ihr kleinen Pisser, ihr heilt niemand. Nicht mit mir. So. Mal Tacheles reden hier. Ich würde die Familien zurück in die Welt machen. Das da. In die Westfold. So. Fässer sind auch weg. So, erstmal die komischen Typen hier platt machen. So, Bruder. Ihr beiden. Bruder, Bruder. Bruder. Kleine Kletteräffchen hier. So. Hochschnitzel. So. Das wär's mit euch. Finde ich aber toll, dass ihr nicht durchkommt. Oh, was bist du denn? Regenerativer Lederköcher des Bären. Hier waren wir schon. Links brauchen wir auch nicht hochstiefeln, dann stiefeln wir jetzt bloß mal hier rauf. Okay. Lampenöl. Dann hier haben wir auch noch einen. Seid ihr alleine hier oben? Natürlich bin ich verflucht nochmal alleine hier. Alle anderen sind gestorben. Aber ich will verdammt sein, wenn ich meinen Posten so einfach verlasse. Macht euch mal ein wenig nützlich und dreht an der Winde. Jo, ich helf. Ja, aber toll, dass es fast von alleine geht. Ach, ihr lernt es aber auch nicht. Hier seid, um euch die verdammte Landschaft anzusehen. Ach, halt's Maul, du Penner. Geschafft. Ich hatte Hauptmann Hale versprochen, dass ich aufpassen würde, nicht die Beherrschung zu verlieren. Tut mir den Gefallen und erwähnt nicht, dass ich ein bisschen lauter geworden bin. In Ordnung? Ja, du Weichei. Kehrt in die Zitadelle der Bastion zurück. Machen wir doch glatt. Wie jetzt? Wie jetzt? Ja, nee. Hier, so. So. Seligen Katapulten abgemüht habt, konnten meine Dämonen in die Tiefen eurer Bastion eindringen. Sobald sie den schwarzen Seelenstein für mich erbeutet haben, wird eure ganze Welt brennen.